Zur Deutung des I Chings gibt es verschiedene Schlüssel. Ein bekannter Schlüssel stammt vom Schweizer Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung und lautet Synchronizität. Unter Synchronizität versteht Carl Gustav Jung das gleichzeitige Auftreten von Ereignissen, die in ihrem inneren Wesensgehalt ähnlich sind, eine ähnliche oder sogar identische Aussage haben. Als ein Beispiel für Synchronizität führt er den Tod des Preußenkönigs Friedrich des Großen an. Zeitgleich blieb die große Standuhr auf Schloss Sanssouci seinem Wohnsitz stehen. Ähnliche Synchronizitäten, das gleichzeitige Auftreten von Ereignissen mit ähnlicher Sinnaussage, sah Carl Gustav Jung überall. Man trifft einen Freund, den man lange nicht gesehen hat, und plötzlich fallen zugleich mit dieser Begegnung viele Ereignisse, vielleicht sogar Artefakte, aus genau der Zeit der Begegnung wieder zu. Der Zufall als das Auftreten von Ereignissen oder sogar manifesten Gegenständen mit ähnlicher Bedeutung ist für Jung ein Exempel für die Gültigkeit der Synchronizität. Viele Schriftsteller haben sich der Synchronizität als einem schöpferischen Prinzip bedient. Chesterton, der geistige Vater der Figur Father Brown, beschreibt, dass auf einem Weg ins Ungewisse plötzlich ein Baum am Straßenrand erschien, dessen zerzauster Wipfel die Form eines Fragezeichens hatte. Solche und ähnliche Synchronizitäten, sinnbildliche Entsprechungen von Gegenständen und Zusammenfallen im Sinne des gleichzeitigen Auftretens von Ereignissen oder Personen und Objekten mit ähnlicher innerer Aussage. Das ist ein bildendes, schöpferisches Prinzip in den Künsten und zugleich für Carl Gustav Jung ein Schlüssel zu einem neuen physikalischen Verständnis der Welt. Könnte es sein, fragte Jung, dass unser Universum nicht auf Kausalität beruht, sodass ein Ereignis oder eine Kraft hervorrufende Urheber für ein weiteres Ereignis oder eine Gegenkraft sei, sondern dass gleichgeartete Elemente zeitgleich auftreten, ohne dass es die kausale Verbindung zwischen ihnen gäbe, sondern vielmehr eine Ähnlichkeit des Wesens, die gleichzeitige Existenz hervorrufe. Ein solches akausales Universum müsste ja zugleich nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten verlaufen. Welche Gesetzmäßigkeiten das sein könnten, erörterte Jung in einem berühmten Briefwechsel mit dem Physiker Wolfgang Pauli. Diese beiden Denker diskutierten über die Möglichkeit, dass das Universum akausal strukturiert nach gänzlich anderen Gesetzen ablaufen könnte, als es die herkömmliche, meist noch mechanistisch denkende Physik zu Beginn des 20. Jahrhunderts imaginierte. Ein akausales Universum, Synchronizität, also das gleichzeitige Ereignis von unterschiedlichen Elementen mit ähnlicher Seinsaussage, als ein verborgen wirkendes Prinzip der Ordnung, als eine Ordnungsstruktur, das waren gewagte Thesen, die bis heute im Wissenschaftskanon diskutiert werden, kritisch, skeptisch, manchmal auch akzeptierend, impulsierend. Doch es gibt weitere Schlüssel zum magischen I Ching, denn das I Ching kann nicht lediglich mit dem Versuch einer Synchronizität erklärt werden, indem die 64 Hexagramme dieses Buchs der Wandlungen gedeutet werden als ein gleichzeitiges Auftreten von Ereignissen mit ähnlicher Seinsaussage, sondern es gibt auch eine innewohnende zeitliche Logik. Und die muss man verstehen, um sich dem I Ching widmen zu können und für sich selbst Inspirationen für seinen Alltag ableiten zu dürfen. Die Zeitstruktur
die dem I Ching innewohnt, ist eine dreifache. Und das nicht ohne Grund, denn das I Ching kann aus dem Geiste des Dao De Ching speisend und somit auf dem Dao, dem Seinsgesetz, das alles Seiende durchdringen soll, wie poetisch ausgedrückt die schlummernde Melodie, die nur geweckt werden muss, auch verstanden werden als eine elaborierte Darstellung mystischer Grundgedanken, die in allen Kulturen der Welt gleich sind. Und zu diesen mystischen Grundgedanken, die sich im I Ching bildlich poetisch gespiegelt zeigen, gehört der dreifache Zeitbegriff. Was ist damit gemeint? Der dreifache Zeitbegriff umfasst drei Zeiten als Erlebnisqualitäten. Die momenthafte Zeit, die zyklische Zeit und die lineare Zeit. Beginnen wir mit der linearen Zeit, da sie uns in unserem westlich-europäischen Verständnis am geläufigsten ist. Die lineare Zeit ist die streckenhaft erfahrene Zeit, die Zeit, die einen Anfang und ein Ende hat, die Zeit, die meist zielhaft gewertet wird. Es ist die Zeitauffassung, die wir benötigen und benutzen, wenn wir etwas planen. Wenn wir beispielsweise den nächsten Karriereschritt angehen wollen, wenn wir einen Hausbau organisieren, wenn wir ein Fest feiern wollen. Die Zeit, die linear angelegt ist, ist eine Interpretation der menschlichen Wahrnehmung von zeitlichen Ereignissen, von der Entfaltung des Seienden. Wir haben Vorstellungen, wie sich das Seiende gestalten soll und versuchen es in eine bestimmte Richtung zu treiben, indem wir aktiv Einfluss auf die Ereignisketten nehmen, damit sie schlussendlich unserem Plan, unserem Konzept entsprechen. Die lineare Zeit, die streckenhaft ist und am Ende einen Zielpunkt voraussieht, den wir mit Erfolg meistern wollen, ist die Zeit, die unserem heutigen Zeit- und damit auch Seinsverständnis am ehesten unterliegt. Wir messen nicht nur kleine Ereignisse in unserem Leben, sondern sogar unser Leben selbst und das Leben anderer Menschen auf der Grundlage dieses linearen Zeitbegriffes. Was hat er geleistet? Was hat sie geschafft? Wie hat er sich verwirklicht im Zuge seines Lebens? Das sind die klassischen Fragen, die sich aus einem linearen Zeitbegriff und linearen Zeitverständnis ableiten lassen. Und hiermit auch ein kleiner Hinweis auf die verschiedenen vorgeblich selbstoptimierenden Kulturen im Beratungssektor unserer Gegenwart. Auch wenn diese vorgeben, aus dem Geiste eines mystischen Systems zu schöpfen, sind sie als Selbstoptimierungslehren immer im Rahmen des linearen Zeitverständnisses angelegt. Werde die beste Version deiner selbst. Das ist eine Vorstellung, die zutiefst im westlich-europäischen linearen Zeitverständnis liegt und nicht in einem momenthaften oder zyklischen Seinsverständnis, das dem Geist des Daoismus viel näher ist. Doch kommen wir dazu. Das zyklische Seinsverständnis sieht die sich entfaltende Zeit als eine Selbstwirkung des Seienden, da das Seiende, chinesisch-daoistisch das Dao, das Weltgesetz, sich immer wieder impulsierend erneuert, ins Seiende ausströmt und das Seiende auch wieder zurücknimmt als ein ewiges Werden und Vergehen, ein Kreislauf, der sich stets wiederholt, eine gleichsam palingenetische Wiederkehr. So gibt es keine wirkliche Innovation, keinen wirklichen Anfang, kein wirkliches Ende. Es ist der Gegensatz zum linearen Zeitverständnis, in dem es all das gibt und zwangsläufig geben muss. Denn das lineare Zeitverständnis speist sich aus der Vorstellung, dass es Anfang, Ende, Zielpunkt und idealerweise eine Verbesserung, einen Progress, einen Fortschritt gäbe. Für das zyklische Zeitverständnis, das zugleich ein Seinsverständnis ist, ist alles sich Ereignende eine Selbstwirkung des Seinsgesetzes, das immer wiederkehrt und das lediglich die Erscheinungsform wandelt. Aber auch dieser Wandel der Erscheinungsform unterliegt gleichsam zyklischen Gesetzen der Wiederkehr, indem sich nicht willkürlich eine Erscheinung in eine andere transformiert, sondern auch dieser Umwandlung Gesetze zugrunde legen, die erkannt werden können und die sich wiederholen. Deshalb heißt das I Ching übersetzt das Buch der Wandlungen, da es genau darum geht, diese Transformationsprozesse und die ihnen zugrunde liegenden Gesetze zu beschreiben.
das zyklische Seinsverständnis war auch in Europa bis zur Moderne das typische Seinsverständnis, das aus der Welt- und Lebenserfahrung der meisten Menschen entsprang. Als die Menschen vorwiegend agrarisch lebten, also in die Prozesse von Saat und Ernte, der Abfolge der Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter wesenhaft eingebunden waren, war die zyklische Wiederkehr des Gleichen zugleich eine Alltagserfahrung als auch eine Existenzgrundlage. Die Beachtung der natürlichen Zyklen sicherte das Überleben und war zugleich auch kosmologisch gedeutet der transzendentale Horizont, den die meisten Menschen hatten, die ihre Alltagserfahrung übertrugen auf mögliche kosmologische Gesetze. Wir sehen den Geist dieser zyklischen Zeiterfahrung sehr deutlich im I Ching. Was ebenfalls erkennbar ist, ist die dritte Form der Zeiterfahrung, die es in allen mystischen Systemen international gibt, der Moment. Das momenthafte Erleben, das nun, wie Meister Eckhart sagte, heute inflationär auch oft beschrieben als das Hier und Jetzt, das ist gleichsam die Zeit, die wie ein Punkt im Räumlichen keine Ausdehnung hat, so auch keinerlei ausgedehnte Erfahrung mit sich bringt, sondern vielmehr spontaner Einfall ist. Inspiration, gleichsam vertikales Erleben. Der Moment, das Nun, die Momenterfahrung, kann verglichen werden mit der Unio Mystica. Die Unio Mystica als Zielpunkt der mystischen Praktiken, Askese und Meditation ist die Erkenntnis, die spontane Erkenntnis des Einssein mit dem Seinsgrund. In dieser momenthaften Erfahrung hält sich jedoch auch der Mystiker, sogar der Heilige, nicht auf. Denn das momenthafte Erleben, der Einfall, die Inspiration, die Unio Mystica, ist stets von einer kurzen Dauer, wie ein Schlaglicht des Erkennens. Hier wird nicht gewertet. Es wird nicht gesagt, dass nur das momenthafte Erkennen, die momenthafte Zeit, wertvoll wäre. Gerade das I Ching sieht alle drei Arten der Zeit als wertvoll an, da diese drei Arten nicht ontologisch, nämlich dem Sein nach, verschieden sind, sondern lediglich epistemologisch, nämlich dem erkennenden Geiste des Menschen, unterschiedlich zugänglich wirken. Wir haben es also mit Erkenntnisweisen, Wahrnehmung, Perzeption zu tun, nicht mit drei unterschiedlichen Seinsweisen. Die lineare Zeit kann als ein der menschlichen Erkenntnis zugängliche, gestückelte, getaktete, abgekürzte Form eines viel größeren zyklischen Zusammenhangs gesehen werden. Das momenthafte Erleben, gleichsam das vertikale Erkennen der plötzlichen Seinseinsicht, ist ein nicht fassbare, wie ein Punkt, der keine räumliche Ausdehnung hat, so auch im Zeitlichen keine Ausdehnung besitzende, plötzliche, zustandshafte Qualität, die auch nicht versprachlicht werden kann. Das I Ching wertet nicht, sondern sieht alle drei möglichen Zeiterfahrungen als typisch menschliche Daseinsgewissheiten als wertvoll an. Die Frage, die die meisten Ratsuchenden bewegt, die das I Ching als ein Orakel konsultieren: Wie geht es weiter mit meinem Leben? Wie funktioniert mein Projekt? Was ist das Ergebnis meiner Anstrengung? Das ist eine Frage, die aus dem linearen Zeitverständnis entsteht. Das momenthafte Einsehen, dass man schon immer am richtigen Platz ist, dass man geborgen sein kann im Sein, das ist das momenthafte Erleben des Mystikers, und die zyklische Wiederkehr des Gleichen, die nach Wandlungsgesetzen sich vollzieht, das ist die zyklische Erfahrung der Zeit. All das kommt im mystischen I Ching vor, und das macht es zu einer hervorragenden Matrix der Erkenntnis, die zutiefst in allen mystischen Systemen verortet ist.